Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Heute packen wir mal wieder ein Re-Release von 3D Limited aus. Ist ein Re-Release, auch wenn ich da kein großer Fan von bin. Ich wollte mir das Spiel gerne mal anschauen. Das ist nämlich auch das erste Mal, dass das jetzt auf den Sega Mega Drive rausgekommen ist. War vorher auf irgendeiner anderen Konsole oder so erschienen. Und jetzt das erste Mal auf Sega Mega Drive halt von 3D Limited rausgebracht. Und ich habe gedacht, ich gucke es mir einfach mal an. Das Spiel sah erstmal so ansprechend aus. Jetzt bin ich da ja ein bisschen vorsichtiger. Ich wollte ja hier sicher durchschneiden. Hat er ja beim letzten Mal gesagt. Na. Das ist vielleicht dafür ein spitzeres, schärferes Messer als das Kabelmesser hier nehmen. Na. Da ist doch ein bisschen Kleber. So, jetzt haben wir es offen. Tja. Wir haben wieder nur einen einseitigen Druck. Aber diesmal ein bisschen mehr Booklet als bei Mega Turrican. Und das ist mal schon wieder schönes Papier, schön farbiger Druck, Erklärung, was wie zu machen ist. Das ist immer sehr gut, gerade für so Noobs wie mich, ne, dass man auch weiß, okay, hier A und B, da bis am Blocken. C-Button ist hier gar nicht belegt, oder? Der ist hier angezeigt, also im 6-Button-Controller sogar drauf abgebildet, aber der C-Button ist ja hier jetzt irgendwie überhaupt gar nicht in Benutzung. Ah ja, es ist ein Beat'em-up, meine ich, ne? Also läuft von links nach rechts und verklopft, hat Gegner. Ah ja, und der hat so verschiedene Belegungen, aber immer noch kein C-Button zu sehen. Cool, ja, das ist schon mal ganz gut, dass man dann hier halt eine Erklärung hat. Hier schien es für nötig gesehen zu haben, bei Mega Turrican nicht. Aber ja, haben sie hier wenigstens mal gemacht. Ja, gut, das können wir uns auch, denke ich mal, sparen hier aufzumachen. Ein bisschen fusselig, das Ganze. Aber man sieht von hinten, sieht schon wieder genauso aus. Wird wieder von Dragoon Box Shop hergestellt sein, das ganze Modul. Und ja, haben wir halt mal ein kussiges, knackiges Unboxing. Aber ich mache das mal gerne für solche Sachen, auch wenn es dann nur eine kurze Geschichte ist, dass man, wenn man jetzt, sag ich mal, man interessiert sich jetzt für Mad Stalker, hat sich aber nicht für Mega Turrican interessiert, und das sind aber Sammlersachen. Das, ne, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein 0815 Spiel, was auf der PlayStation oder Xbox jetzt momentan irgendwie rauskommt, wo einfach nur eine Disc drin ist und wenn du Glück hast, überhaupt nur eine Disc drin ist und nicht einfach nur ein Download-Code für einen Online-Shop, sondern wirklich was Physisches. Aber das sind ja wirklich physische Sachen, die für Sammler dann auch so sind und hergestellt werden. Und deswegen gucke ich mir das dann immer gerne auch mal an. Das ist halt produziert von Dragoon Box Shop, also hergestellt so. Von daher ist da die Qualität immer gleichbleibend. Und sie scheinen da auch wirklich ihren Partner gefunden zu haben. Das ist auch sehr schön, weil es ein sehr guter Hersteller ist. Und Sony Limited hat dann halt da die Lizenzen, wie sie die rausbringen. Und ich finde es aber auch cool, dass sie mit dem Release das nicht so, ich sag mal, so wirrlos wie bei Limited Run Games, also wirkt bei Limited Run Games so ein bisschen wirrlos, wir machen einfach mal alles, was irgendwie bekannt ist, sondern halt so Sachen, die dann wirklich nicht irgendwie so hier erschienen sind. Und entweder nicht in unserem Bereich oder halt einfach nicht auf der Konsole. Da läuft eine Ameise. Wo willst du hin? Hm? Geflügelte Ameise oder so, eine kleine Fliege. Ja, finde ich sehr gut, dass Sweet Limited das so macht. Das ist so eine Sache, die spricht mich mal mehr, mal weniger an, aber ab und zu hole ich mir dann auch das ein oder andere Spiel und aber auch nicht jedes, also schon einige Spiele auch eben nicht von denen gekauft. Aber das hier habe ich gesagt, das würdest du dir jedenfalls mal angucken. Tja, wie findet ihr das Spiel, die Ameise, findet es anscheinend schon sehr interessant. Schreibt es mir unten in den Kommentaren an. Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat, das Video. Und ansonsten lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.